Social Engineering, der Werbeauftritt im Netz, was zu beachten ist, das sagt uns nun der Experte. Besonderes Schlagwort für mich, Social Engineering. Was verstehen wir darunter? Darunter verstehen wir das Auskundschaften, Ausspähen von Firmendaten. Ein typischer Prozess, den sich Kriminelle, Internetkriminelle zunutze machen, um in weiterer Folge dann entsprechende Zahlungen durch die Firma zu erwirken. Typischerweise werden hier von den Tätern die Webauftritte der Firmen kontrolliert und nachgeschaut. Hier sind wertvolle Informationen oft vorhanden, beispielsweise wer der Geschäftsführer ist, auch dessen Unterschrift ist oft vorhanden. Und dann in weiterer Folge wird durch persönliche Kontaktaufnahme oder durch Telefonate oder auch durch E-Mails werden weitere Informationen gewonnen, sodass letztlich die Täter ein sehr gutes Bild über die Abläufe in der Firma haben und dann in einem günstigen Moment, wenn jetzt der Chef tatsächlich nicht hier ist, dann eine Überweisung veranlassen. Social Engineering, Firmenauftritte, habt ihr da Erfahrungen? Ich denke, wie fast alle großen Unternehmen gab es auch bei uns schon den einen oder anderen Fall, wo sich Tätergruppen einfach ausgegeben haben als Mitglieder des Top-Managements und einfach im Rahmen des Überbegriffs Social Engineering versucht haben, Mitarbeiter zu irgendwas oder dahingehend zu manipulieren, dass sie entweder Informationen rausgeben oder dass sie bis dahin so weit gehen, dass sie eine Bargeldzahlung auslösen. Das gab es bei uns natürlich wie in vielen anderen Unternehmen auch, aber Gott sei Dank ohne Schadenseintritt. So nett es ist, wenn das ganze Team vorgestellt wird, aber dann zum Beispiel hinschreiben, wer für die Buchhaltung zuständig ist, wer für dessen Test zuständig ist, ist nicht ratsam. Ja, hier ist ja sehr wichtig, so wenig wie möglich Informationen öffentlich zu stellen. Mir ist schon klar, dass es für eine Firma oft wichtig ist, bestimmte Informationen online zu haben. Aber man sollte sich hier wirklich Gedanken machen, was erforderlich ist und was nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Angestellten der Firma auch über diese Möglichkeiten informiert sind, sodass sie bei einem gefälschten E-Mail, das auch nicht immer als solches erkennbar ist, aber wenn es darum geht, eine Überweisung zu tätigen, hier sehr vorsichtig sind und unter Umständen rückfragen, bevor sie diese Überweisung tätigen. Ein Fall, der schon längere Zeit zurückliegt, in einem anderen Bundesland von Österreich, da ist wirklich passiert, dass die Geschäftsleitung quasi dem Buchhalter geschrieben hat, so und so viel Geld zu überweisen und das ist getätigt worden. Ja, also kein Einzelfall. Das ist ein sehr großer Fall, den Sie da ansprechen, gewesen, wo es um mehrere Millionen Euro gegangen ist. Aber Fälle mit zigtausenden Euros haben wir doch auch hier in Tirol immer wieder zu verzeichnen und leider auch in letzter Zeit wieder ist das vorgekommen. Wobei aber dann wie Sie gesagt haben, die Kommunikation innerhalb der Firma da sein muss, dass es wirklich nicht sein kann, dass mein Chef mir eine Mail schickt, dass ich was zum Unterschreiben oder zum Überweisen hätte. Genau. Hier wird der Fehler oft insofern gemacht, dass man nur das Mail, das man bekommt, auf Antwort geht und hier nachfragt oder bestätigt. Und das ist genau der Fehler. Man müsste hier, wenn man weiß, das kann gefälscht sein, einen anderen Kommunikationsweg verwenden. Man kann durchaus das E-Mail wieder verwenden, nur hier die Adresse des Chefs selber heraussuchen aus dem eigenen Adressbuch und dem dann die Frage stellen, tatsächlich die Überweisung durchführen und dann wird er antworten, welche Überweisung. Lieber zweimal nachfragen, sie haben zu wenig. Ja, in jedem Fall. Und das, was die Täter hier versuchen, ist immer zeitlich den Druck auszuüben, sodass man schnell reagiert und diesen Druck sollte man sich nicht aussetzen. Das heißt, man sollte tatsächlich sich Zeit nehmen und ein weiteres Mal nachfragen. Wie werden die Mitarbeiter auf solche Sachen vorbereitet? Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Sensibilität der Mitarbeiter zu erhöhen. Also wir persönlich oder in unserem Unternehmen machen wir das so, dass wir das teilweise mit abteilungsspezifischen Schulungen machen. Ein Kollege von der IT-Security und ich. Es gibt bei uns ein E-Learning-Portal im Intranet, wo wir Mitarbeitern Kurse, modulartige Kurse zuweisen können, von dem wir meinen, dass in seiner Abteilung er besondere Kenntnisse braucht, um solche Betrugsvarianten aufzudecken oder zu erkennen. Es geht aber auch über anlassbezogene Warnhinweise im Intranet oder eben über die sehr enge Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden.
Glauben Sie, dass es sinnvoll wäre, auch einmal den Kollegen auf eine Mail zu schicken und zu schauen, wie achtet er darauf? Ich bin nur eingeschränkt ein Freund von solchen Arten von, ich sage es mal, Penetrationstests. Ich erkläre Leuten lieber gerne, was dahinter steckt, was denkt sich ein Täter, wenn er so eine Sache macht. Egal, ob das jetzt so eine Art ist wie Phishing, Social Engineering, CEO-Fraud. Ich persönlich halte mehr davon, dass wir die Mitarbeiter wirklich dahingehend sensibilisieren und ihnen den Hintergrund erklären und nicht auf so einem Wege. Gibt es auch im sozialen Netzwerk Beispiele, die Sie uns nennen können? Ja, auch soziale Netzwerke spielen bei Social Engineering eine Rolle. Teilweise sind Firmenangestellte hier zu leichtsinnig, was die Weitergabe von Informationen in sozialen Netzwerken betrifft, bezüglich ihrer Firma. Das heißt, wo dann einfach gesagt wird, ich bin heute da und dort und jeder kriegt das eigentlich mit? Ja, wo das gesagt wird, entweder ich bin auf Urlaub oder mein Chef ist nicht da. Zum Beispiel, weil er auf Urlaub ist oder weil er in Übersee auf Geschäftsreise ist. Täter sind hier sehr, sehr konstruktiv und sehr gefinkelt und sind wirklich in der Lage, alle möglichen Informationsquellen zu nutzen. Ich denke jetzt an ein Beispiel zurück. Mir hat vor einigen Wochen jemand angerufen und mir in einem holprigen Englisch erklärt, dass er mit mir gerne Kontakt aufnehmen möchte, firmenmäßige Dinge austauschen möchte. Wie verhält man sich bei sowas? Am besten wäre natürlich das Ignorieren und auf sowas gar nicht einzugehen, weil wenn jemand mit Ihnen ein Geschäft machen will und das ist ein seriöser Geschäftspartner, würde er Sie nicht einfach anrufen und schon gar nicht in einem holprigen Englisch mit Ihnen dann kommunizieren. Ich habe das Ganze jetzt dann weiterverfolgt und habe gesagt, soll mir doch bitte ein Mail schicken, damit ich nähere Informationen über diese Firma habe. Ja, ist eine Möglichkeit, um abzuklären, wie weit das Gegenüber es auch ernst meint und wie weit hier unter Umständen auch Richtigkeit vorhanden ist. Und haben Sie eine Mail bekommen? Nein, Gott sei Dank nicht. Da wird aufgepasst, ob irgendwelche Anhänger dabei wären. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Sollten Sie ein solches Mail dann tatsächlich bekommen, dann wäre wichtig, auf keinen Fall Anhänge zu öffnen.